Jetzt ist es endlich soweit, unser erstes Daheim-Konzert. Herzlich willkommen in unseren vier Wänden. Wir haben schöne Sachen für euch vorbereitet und wir beginnen mit einem ganz besonderen Song. Und zwar mit unserem ersten Lied, das wir gemeinsam mit euch geschrieben haben. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie es euch gefällt. Und wir hoffen, wir berühren jetzt eure Seele. Wir danken euch, dass ihr so, so fleißig uns geschrieben habt. Ja, also wir haben so viele Einsendungen bekommen und so viele Textideen eigentlich noch übrig. Das muss reicht noch für einen weiteren Song. Genau, also vielleicht machen wir uns noch einen zweiten Song ran, den wir dann wieder gemeinsam mit euch schreiben. Wir haben natürlich jetzt auch einen zweiten Song mitgebracht. Ja, so, ziehen wir mal den Stuhl her. Und ich muss sagen, ich bin mega, mega stolz. Denn sie lernt ja gerade Gitarre, aber ich bin noch ganz am Anfang. Ja, ganz in den Kinderschuhen und trotzdem traut sie sich heute. Ja, so, denn wir möchten euch nach Hause und wir schenken euch 3 Minuten Glück. Vielleicht sind es noch ein bisschen weniger wie 3 Minuten. Die Suche nach Glück ist so alt wie die Zeit. Dabei kann man es finden. Es ist gar nicht so weit. Und je länger ich such, umso mehr wird mir klar. Mein Glück, das bist du, was ich lang übersah. Drum ist jetzt mal die Zeit, nur für dich ganz allein. Alles andere kann warten, das muss auch mal sein. Und in diesem Moment, diesem Augenblick, da schenke ich dir mit diesem Lied 3 Minuten Glück. Viel zu lang ist es her,
dass mal Zeit für uns war. Die Gedanken verplant, alle Tage im Jahr. Doch für diesen Moment wäre mir kein Weg zu weit. Da ist jede Sekunde für die Ewigkeit. Drum ist jetzt mal die Zeit, nur für dich ganz allein. Alles andere kann warten, das muss auch mal sein. Und in diesem Moment, diesem Augenblick, da schenke ich dir mit diesem Lied 3 Minuten Glück. Da schenke ich dir mit diesem Lied 3 Minuten Glück. Gut. Das war gut. Ja, ich habe mir jetzt ganz fest vorgenommen, dass ich das jetzt einfach richtig übe. Hast ja jetzt Zeit. So sieht's aus. Und was? Putsch. Was? Was hast du jetzt vor? Anita spielt ja eigentlich kein Klavier. Oh nein. Oh. Aber sie hat mal, wie das gerade die Lernkette. Ich mag das Instrument, aber mein Lieblingsinstrument ist es nicht. Es ist mir viel zu viel mit Fingern. Im Alpenbusch weniger. Aber ja. Sie hat da jetzt auch Zeit zum Üben. Und ich bin gespannt. Ah. Ein paar Tage her. Komm, Finger drauf. Und. Wir beide sind es eigentlich ja auch nicht gewöhnt. Also das ist für uns auch eine ganz verrückte Situation. 32 Jahre war uns es immer wichtig, die Nähe zu unserem Publikum. Und genau das haben wir jetzt einfach nicht. Aber wir möchten das Beste aus dieser Zeit machen und möchten euch auch zu Hause nah sein. Und deshalb haben wir uns eigentlich relativ viele. Oh ja, sehr. Also wir haben zu Hause echt mega viel zu tun, alle Hände voll zu tun, um alle Pläne, die wir so haben, in die Tat umzusetzen. Wir haben uns Herz-an-Herz-Aktionen ausgedacht. Für Facebook und Instagram, also wir bleiben immer in Kontakt. Genau, und jetzt haben wir noch, wir können auch anders als hier, ein bisschen romantisch dekoriert. Sie hat sich jetzt für das Nächste voll ausgetobt. Da freut sie sich schon die ganze Zeit wie so ein Kind. Also, wir können auch anders. Jetzt muss ich mal schlaufe. So. Meine Stärken und viel mehr. Du bist an meiner Seite, wenn ich mal den Halt verliere. Du bist mir so ähnlich, ich erkenne mich in dir. Du sprichst meine Sprache, würdest alles für mich riskieren. Wir gehören zusammen, wir sind
kleines Daheimkonzert. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Ein ganz besonderer Moment, das allererste Daheimkonzert. Ja, wir wünschen euch für die nächste Zeit ganz, ganz viel Kraft. Haltet immer, immer fest zusammen. Und ganz wichtig, immer schön zu Hause bleiben. Wir schaffen das gemeinsam. Wir bleiben in Kontakt. Und ganz, ganz wichtig, nicht vergessen. Im größten Sturm sind wir das Leben.